Herzlich willkommen zurück, meine Freunde hier in Pokémon Weiß Randomized. So, und... Okay, da hinten war nur ein einziges kleines Item. Ich bin ein klein wenig in den Tyrakrog-Wahn verfallen. Fleckmon. Verdammt, hier gibt's Fleckmon. Ich will trotzdem immer einen Fleckmon fangen. Warte mal, kann Fleckmon... Egal, ich fang's jetzt einfach mal. So, das ist halt die. Ich muss halt gucken, dass wir halt Kaskade reinkriegen. Aber es ist ja... Das ist halt auch noch so blöd. Fleckmon ist ja auch scheiße langsam. Egal. Einfach mal, professorisch fangen. Dim, dim. Mal gucken. Born wird. Para. Okay. So. Ein bisschen heilen. Dankeschön. So, Beutel. Ah, warte mal. Ich benutze mal einen Netzball. Falls wir hier noch irgendein anderes interessantes Pokémon finden sollten. So. Fleckmon wurde gefangen. Hey, Fleckmon, Lamus, Lashoking. Obwohl, Lashoking würde sich ein bisschen schwer gestalten. Aber jetzt haben wir zumindest noch ein Wasser-Pokémon. Das Spiel will mich doch verarschen. Ich habe in der letzten Folge gesagt, aus Jux, dass ich mir kein Tyra, also dass ich mir genug Tyrakrogs gefangen habe und nur fange, wenn es ein weibliches kommt. Und was kommt jetzt? Ein weibliches. Ich halte mein Wort. Ich halte mein Wort. So, dann müssen wir jetzt mit Zornklinge arbeiten. Okay. Sporn wird, will wohl nicht ticken. So, zweites Mal Zornklinge und mehr dürfen wir nicht machen, weil das haut sonst zu sehr rein. Ja. Ja. So, dann nochmal Pilzspore. So. Das. Dankeschön. Okay, ja, dann noch einen Netzball. Sehr schön. Ich muss schon sagen, mich würde es wundern, wenn es ausbrechen würde. Circa ein Viertel der HP. Und dazu dann noch schlafend. Angepasster Ball. Nein, danke, Folikon. Wir gehen hier so ein bisschen die AP zur Neige. Ich muss hier mir unbedingt was einfallen lassen. Ich hätte jetzt echt blöd geguckt, wenn wir gerade noch ein neues, noch ein weibliches hier hätten. Also. Ich bin am überlegen, ob ich einmal einen Schutz reinschmeißen soll. Einfach, dass wir hier ein klein wenig uns ein bisschen schneller voranbewegen können. So. Ja, ich werde einen Schutz reinschmeißen. Ich bin zwar neugierig, was es für Pokémon gibt, ja, auf jeder Route. Aber für so lange Wege, so eine Spawn Rate. So, ein Schutz, ja? Einfach nur, dass wir uns hier mal kursfrei bewegen dürfen, ja? Hallöchen. So. Ich wollte ja eigentlich sehen, wo hier ein Trainer ist. Also, Dankeschön. Drei Pokémon. Ammonitas. Ammonitas sieht auch aus, als würde es fliegen. Zweimal Ladestrahl. Ja, komm schon.
kriegen wir doch mindestens einen Charge hin und dann hat sich der Rest doch. Ein One-Shot. So, Level up. Sehr gut. Okay, oh, nee, wir bleiben drin. Wir haben einen Boost auf den Spezialangriff. Und Fährte Lärmschutz. So, dann machen wir Elektroball jetzt. Feuer! Nice, One-Shot! Okay, und Smetbo. Okay, das sollte auch ein One-Shot sein. So, und nochmal. Also mir fällt echt auf, seitdem wir das Glücksei haben, hängen wir mit den Leveln überhaupt nicht mehr hinterher. Und werde, glaube ich, nachdem wir wirklich alle Level 39 erreicht haben, das Glücksei für unbestimmte Zeit erstmal ablegen. So. Weil ich will echt nicht überleveln. Ja, wir haben jetzt schon ein richtig hohes Level eigentlich erreicht. Oder relativ hoch. Und das reicht langsam. Drüben ist ein Arzt. Das kommt mir, der kommt mir wie gerufen. Einfach mal, um die AP aufzufrischen. So. Okay. Wolkentafel. Stärkere Flugattacken. Ja. Warum nicht? Ein Kiesling. Passt sogar hier in die Gegend. So. Bis dann kommen. Bisschen. Nix drin. Okay. So. Ein weiteres Tyrakrok. So. Ich glaube, ich werfe jetzt nochmal einen Schutz rein. So. Randomized schön und gut, aber. Ein bisschen Ruhe möchte ich gerade schon haben. Ich möchte ein bisschen vorankommen. Jetzt dauert die Tyrakoxie, überlege ich immer wieder ein neues zu fangen. Dim, dim. Die Pumentas. Ich überlege gerade die ganze Zeit Lamos oder Impergator. Du kannst hier auf jeden Fall nicht bleiben. Schicken wir rein. Speedy, würde ich sagen. Denn Lamus kann ja Feuersturm lernen. Das macht natürlich auch einiges. Aua. Das knallt. Aber hallo. Nein. Oh Gott. So. Ein Lepumenta, das hält das locker durch. Benutzen eine Tafel. Was, wenn jetzt wieder Hyperstrahl macht, dann halten wir es eben nochmal durch. So. So. Eben nochmal Verfolgung. Ja, sollte eigentlich nächste Runde reichen. Zack. Bums. Und weg mit dir. So, Lepumentas. Das war's für dich. Yay. Obwohl, ich glaube, ich lege das Glücksei jetzt direkt ab. Wir haben unser Level erstmal erreicht, so ungefähr, ja. Okay, ich geb's nur noch Jolin. Ja. Weil Jolin einfach überhaupt kein Item selbst hat. Ich komme wieder durcheinander hier in dem Inventar. So. Okay. Item, was hatte ich dir eigentlich für eins gegeben? Seegesang, genau. So, wen schickt mir denn vor? Ich lass mal kurz den Max vorne.
Einfach nur, bis wir den Arzt eben da drüben jetzt besiegt haben. Wenn wir den Arzt besiegt haben, dann haben wir dann eh unsere Ruhe. Haben wir erstmal wieder KP, AP, alles. Ich würde sagen, wir machen hier einfach mal schnell einen kleinen Drachentanz-Sweep. Und dann passt es schon. So. Sesso Kids. So, Drachentanz. Oh yeah, baby. Charme. Verdammt. Na gut, wir machen jetzt einfach mal weiter Drachentanz und gucken, dass wir plus 1 eventuell rauskommen. Jetzt sind wir erstmal wieder bei 0. Aromakur. Okay. So, also nochmal jetzt Drachentanz. Sind wir plus 1. Nee, du machst jetzt wieder Charme. Das ist ein Duell sondergleichen. Ich wollte einen Drachentanz-Sweep. Machen wir eben 6 Mal Drachentanz. Mal gucken, was rauskommt. So, jetzt sind wir wieder bei 0. Wahrscheinlich wird es jetzt wieder Charme einsetzen. Ich habe es einfach so im Gefühl, weil der Computer so programmiert ist. Nein? Ist er nicht? Hui. Okay, ganz schnell für den Doppelhieb. Nice. Also Max ist jetzt rasend schnell. Zwar nicht stark, aber rasend schnell. Geowatz. Dann können nur zwei Dinge passieren. Wir besiegen das Geowatz irgendwie. Oder es jagt sich jetzt in die Luft. Dampfwalzer. Na, das bockt uns jetzt nicht so sehr. Wir haben genug Initiative ja gestackt. Zack. Und zack. Und tschüss. Yay. Sehr schön. Okay. Dankeschön. So. Nein, ich wollte... Nicht noch einmal, das reicht einmal. Einmal reicht. So, jetzt können wir ja Julin vorschicken. So. Und dann hätten wir ja eigentlich ziemlich viel erledigt. Die Frage ist halt, wo muss ich jetzt hin? Das sieht noch ein Rückweg aus. Okay. Schutz wirkt nicht mehr. Aber wir lassen mal ganz kurz ausgucken, was, ob hier irgendwelche besonderen Pokémon in der Ecke gibt. Und dann machen wir wieder an. Na, Fleckmon. Ich fange mir noch eins. Einfach, dass ich noch ein Vergleichsmodell habe. Im Fall der Fälle, dass ich mich doch für ein Fleckmon entscheiden sollte. Obwohl die Wahrscheinlichkeit relativ gering ist. Oder geringer ist, weil ich halt mit den Gedanken spiele, es ist ja immer noch ein Psycho-Pokémon. Und wir haben ja schon eins. So. So. Ein Wanderer. Hallo, Terrakork. Nein, ich fange dich nicht, Terrakork. So. Hallo, Wanderer. Na, mal gucken, was du für Pokémon hast. Tuska. Komische Wahl. Na gut. Ja, Level 36, die rücken doch jetzt, die ziehen jetzt doch ein wenig. Obwohl, 35 waren die vorher. Ja, es geht eigentlich. Ja, ich glaube, denke ich mal, mit 39, das passt dann. Wenn wir dann da erstmal ein bisschen ruhen. Ja, wir müssen ja auch mal gucken, was für einen Levelschub die jetzt kriegen.
wenn hier da die Runde beendet ist, also der Tunnel hier. So, wohin genau? Ne, wir bleiben drinnen, ich hab eine Idee. Ja, wir müssen ja gucken, dass wir das wohin genau relativ gut rankriegen. Ohne jetzt großes Risiko einzugehen. So. Einfach mal die Verteidigung auf den Nullpunkt drängen. So. Ich hoffe, ich kriege das echt dann im One-Shot hin. Trotz meiner niedrigen Angriffswerte. Bodyguard schützt sich nicht vor Spaßkanone. Abgangsbund. Das Herz noch kein einziges Mal Konter benutzt. Schon wieder Abgangsbund. So. Okay, ich darf halt nicht angreifen, wenn er Abgangsbund macht, das ist ja klar. Konter. Okay, jetzt könnten wir mal zuschlagen. Ich hoffe, das reicht. Wow. Machen wir einfach mal Spaßkanone. Spiegelcape. Gut. Und nochmal Finte. Okay, mein niedriger Angriff hat jetzt nicht ausgereicht, um das zu one-shotten. Aber lassen wir mal dabei, ja? So. Bisher noch kein neues. Auffälliges. So. Gott, ich erinnere mich hier an fast gar nichts mehr in dieser Höhle. So. Okay. Was dachte an dem Stein, weil er so auffällig ist? Ist noch was? So. Tyrakrok-Höhle, ernsthaft. So. Ich glaube, ich warte jetzt noch ein, zwei Begegnungen ab und dann mache ich wieder einen kleinen Schutz an. So, Schwarzgurt. Oh doch. Oh Gott, das wird jetzt Erfahrungspunkte hageln. So, aber erst einmal Spaßkanone, danach greifen wir mit Psychoschock an. So, Bodycheck. Psychoschock. Butterbomb. Ja, passt. Okay, noch einmal Spaßkanone. Müssen wir eventuell weniger einstecken. Besiegen es trotzdem im nächsten Zug. So, und noch ein paar Psychoschock. Das sollte eigentlich jetzt reichen. Bye bye. Boah, ich sag doch, das gibt Unmengen an Erfahrungspunkte. Ach du Scheiße, 6000. Na klar, Psychokinese auf 100 Pro, da kommt der Psychstreifer weg. Wow, Hammer. Einfach nur Hammer. Puh, okay, eine kleine Erholung. So, und dann würde ich sagen, ich mache jetzt direkt den Schutz rein. So, und was machen wir jetzt hier mit Julin? Ich würde sagen, da der ja eh kein Item wirklich hat, geben wir ihr erstmal den Evoliten. So. Okay, Max, warte mal. Nee,
erstmal hier Speedy. Jetzt verzichten wir erstmal auf das Glücksseil für die nächste Zeit. Bis wir merken, okay, wir grenzen wieder so ein bisschen am Level unten an. So. Ultrigaria. Boah, ganz schick. So, aber einmal fliegen sollte eigentlich schon Ultrigaria reichen. Zack. Ich spiele gerade mal den Gedanken, Ruckzuckhieb gegen Kraftschub einzutauschen. Mogelbaum. Gegen Mogelbaum möchte ich gerne jemand anders einspielen. Ich nehme Yulin. Eine Psychokinese sollte passen. So, Psychokinese. Hoppala. Okay, nicht ganz. Ja, der Evolit tut seinen Job. Sehr schön. Wir sind trotzdem noch schneller, trotz Felsgrab. Bye bye, Muggelbaum. So, sehr gut. 100.440. Nice. Stimmt ja, das waren ja diese extremen Traumatos. Die neigen in dieser Gegend sich dazu einzugraben. Und immer wie so ein Horrorgespenst dann aus dem Boden zu schießen. So. Oh, hier gibt's einen Automaten. Danke. Die stellen die einfach hier einen Automaten auf. Ach, später. No. Kann ich mich hier vielleicht ausruhen? Irgendwie gibt's hier gar nichts. Nö. Okay. Einfach mal so eine Arbeiterhütte. Gibt es hier draußen eigentlich überhaupt Pokémon? So. Okay, da kommt man zurück. Ja, ich mache mir jetzt gerade nochmal einen Schutz an. Was ist hier in der Ecke? Okay, und was ist unten in der Mitte? Ich will ja erst den Weg gehen, der jetzt... Was ist hier? Oh, das kommt mir so bekannt vor. Ich lasse jetzt hier mal den Schutz aus. Mal gucken, was es hier so gibt. Turakok. Ich dachte eigentlich, jetzt gibt es noch ein paar andere. Aber so sieht es scheinbar noch nicht aus. So. TM Raub. Okay, warum nicht? So ein Stein. Was bringt dieser Stein? Dum, 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 dum. Was bringt dieser Stein nochmal? War das vielleicht der Stein, mit dem man sich dann ein Glaciola machen kann dann? In der Gegend hier? War das so? Ich wollte ihn gerade ansprechen. Dim, 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 dim. So. Okay, dann ist es wirklich das für Glaciola. Schätze ich mal. So, werfen nochmal einen Schutz ein und laufen schon mal rüber. Tipp, 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 tipp. Okay, dann haben wir hier gleich wieder eine kleine spaßige Runde mit Team Plasma. Aber ich würde sagen, das haben wir in der nächsten Folge.
will jetzt nur kurz mich hier mal vorbeischleichen. Was haben wir denn hier hinten? Ist mir egal, ob der Schutz das ist. Cool. So, noch einer. Wir wissen, was hier hinten war. Hä? Komm ich denn hier hin? Ich fühle mich sichtlich verwirrt. Okay. Dann würde ich sagen, in der nächsten Folge gucken wir, was hier Team Plasma angestellt hat. Und ich würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid, hier bei Pokémon. Bis dahin. Ciao, ciao.